Hallo, in diesem Video geht es um eine einfache Aufgabe. Diese Aufgabe richtet sich in erster Linie an die Anfänger. Also, worum geht es? Wir haben zwei Elemente x und y aus R hoch n. X hat hier diese Darstellung. Da tauchen n Komponenten auf. Also, wir haben hier die erste Komponente x1, die zweite Komponente x2, dann würde die dritte Komponente x3, dann x4 und so weiter kommen. Punkt, Punkt, Punkt. Das geht dann bis zu der letzten Komponente xn. Ja, n ist irgendeine natürliche Zahl, also das kann zum Beispiel 3 sein, dann hätte hier x nur 3 Komponenten, also x1, x2, x3. N kann aber auch 100 sein, ja, also hier könnte dann x 100 stehen, dann hätte man hier insgesamt 100 Komponenten. Diese Komponenten sind einfach nur irgendwelche Zahlen. Das sind, um genau zu sein, reelle Zahlen. Das steht hier. Hier steht R hoch n. Ja, also x und y sind Element von, dieses Zeichen heißt Element von was? Naja, von diesem Raum hier, von R hoch n. Ja, das sind genau die Elemente, die so aussehen, die also genau n Komponenten haben. Und all diese Komponenten stellen, wie gesagt, Zahlen dar. Okay, also wir haben zwei Elemente, x und y, aus R hoch n. Die sind gegeben. Was soll jetzt passieren? Zu diesen beiden Vektoren x und y soll nun diese Operation hier durchgeführt werden. Da steht jetzt so ein dicker Malpunkt. Aber Achtung, das ist jetzt nicht der klassische Maloperator, sondern das ist hier jetzt eine spezielle Operation. Diese Operation ist wie folgt definiert. Das sehen wir dann hier auf dieser rechten Seite. Das ist nämlich diese Summe hier. Schauen wir uns mal die Summe genauer an. Hier steht jetzt der erste Summand, dann kommt der zweite Summand. Hier würde dann der dritte Summand kommen, dann der vierte Summand und so weiter. Das geht dann bis zum letzten Summanden hier. Also wir sehen, wir haben insgesamt n Summanden. Wie sehen jetzt die einzelnen Summanden aus? Naja, da werden jetzt die entsprechenden Komponenten von x und y miteinander multipliziert. Ja, also hier x hat diese Darstellung, das steht hier. Und y mit dieser Darstellung steht jetzt hier. Und diese Operation multipliziert jetzt einfach nur die einzelnen Komponenten miteinander. Ja, also hier x1 mit y1, das steht hier. So, dann kommt x2 mal y2, das steht hier. Ja, Punkt, Punkt, Punkt. Als nächstes würde dann x3 mit y3 drankommen. Dann würde x4 mal y4 drankommen. Und so weiter. Das geht dann, wie gesagt, bis zum letzten Komponenten xn mal yn. Das steht hier. Ja, also wir sehen, die einzelnen Komponenten hier werden zusammengeführt, die werden multipliziert. Und da muss man auch auf die Reihenfolge achten. Also x1, die erste Komponente von x, muss mit der ersten Komponente von y multipliziert werden. Ich kann also x1 nicht hier zum Beispiel mit y2 multiplizieren. Das ist nicht erlaubt. Diese Operation erlaubt nur, dass die entsprechenden Komponenten miteinander multipliziert werden. Das bedeutet auch insbesondere, dass x und y, also hier x, y, dass die gleich viele Komponenten haben müssen. Also beide müssen aus R hoch n sein. Es ist also nicht erlaubt, dass jetzt zum Beispiel x aus R2 kommt und y aus R hoch 3. Das könnte man so angeben, aber diese Operation hier ist dann, wie gesagt, nicht definiert. Wir können dann hier diese Operation gar nicht durchführen und ja, darauf müssen wir jetzt achten. Also x und y müssen beide aus R hoch n kommen. Also die müssen beide gleich viele Komponenten haben. Erst dann soll hier diese Operation durchgeführt werden und das wollen wir dann gleich programmieren. Ja, bevor wir zu der Programmierung kommen, schauen wir uns gleich ein Beispiel an, aber kurz nochmal was zu dieser Operation. Man nennt das auch Standardskalarprodukt. Also Skalarprodukt hat man sicherlich irgendwo mal gehört und das hier ist, wie gesagt, das Standardskalarprodukt. Ja? Also was ein Skalarprodukt jetzt genau ist, will ich hier nicht erklären. Da könnte man ganz in die Tiefe gehen. Dahinter steckt letztendlich einfach nur eine Abbildung und da muss man dann auch gucken, in welchem Raum man ist. Und je nachdem, welchen Raum man hat, hat man dann auch andere Skalarprodukte. Aber wie gesagt, wir wollen hier jetzt nicht in die Tiefe gehen. Wir schauen uns jetzt konkret einfach nur diesen Raum R hoch n an. Und als Skalarprodukt haben wir jetzt hier das Standardskalarprodukt. Also das ist dann das hier. Ja, also das wollen wir uns jetzt anschauen. Okay, dann kommen wir mal zu den Beispielen. So, als Eingabe haben wir jetzt x und y mit jeweils zwei Komponenten, also x1, x2. Wie sieht x1 aus? Das ist 7, x2 ist 0 und y1 ist hier 5, y2 ist hier 6. X und y kommen also aus R hoch 2. Ja, wir haben zwei Komponenten, sieht man ja. So, jetzt kommt das Skalarprodukt, also das hier steht hier. Wir müssen jetzt einfach nur das hier angeben. Aber bevor wir das machen, geben wir mal hier diese beiden Vektoren nochmal explizit an.
Wir wissen ja, wie die aussehen. Das steht ja hier. Also 5, 6, 7, 0. So, jetzt kommt das hier. Ja, also die einzelnen Komponenten werden miteinander multipliziert. Ja, also 5 mal 7 steht hier. Plus 6 mal 0. Ne, das steht hier. Ja, was kommt da raus? 35 plus 0. Also 35. Das ist das Ergebnis. Wenn wir gleich programmieren, müssen wir dann vom Programm auch dieses Ergebnis bekommen, falls wir jetzt speziell diese beiden Elemente x und y vorgeben. Schauen wir uns mal noch ein Beispiel an. So, das sind jetzt Elemente aus R hoch 3. X und y haben also jeweils drei Komponenten. Die Komponenten kommen ja aus Groß R, das heißt, da können auch negative Zahlen kommen, so wie hier. Bei Groß R können im Grunde alle Zahlen dran kommen, also alle Zahlen, die man so kennt. Dazu werde ich gleich noch was sagen. Schauen wir uns mal jetzt diese Ausgabe an. So, jetzt müssen wir einfach nur die einzelnen Komponenten miteinander multiplizieren. Ja, das sieht dann so aus, also minus 1 mal 3, ne, das ist hier, dann plus minus 2 mal 0, das sind die Komponenten in der Mitte, dann kommt plus 6 mal 1, das sind die letzten Komponenten. Ja, jetzt müssen wir rechnen. Was kommt da raus? Minus 1 mal 3 ist minus 3. Minus 2 mal 0 ist 0. Plus 6 mal 1, das ist 6. Also insgesamt 3. Okay, also weitere Beispiele müssen wir uns jetzt nicht betrachten. Es ist jetzt klar geworden, wie man hier dieses Skalarprodukt hier bestimmen kann. Wie gesagt, man muss darauf achten, dass x und y gleich viele Komponenten haben. Also beide müssen aus r hoch n kommen. Und dieses R hier, das ist ja die Menge der reellen Zahlen. Aus dieser Menge kommen dann die einzelnen Komponenten hier. Also y1, y2 und so weiter. Hier auch x1, x2 und so weiter. Das sind reelle Zahlen. Und hier muss man jetzt aufpassen. Also beim Programmieren ist es ja so, dass man reelle Zahlen im Allgemeinen nicht immer exakt bzw. vollständig darstellen kann. Das geht aus technischen Gründen nicht. Ein klassisches Beispiel, die Zahl Pi. Pi hat ja unendlich viele Nachkommastellen, also Pi ist eine reelle Zahl, aber Pi kann man im Computer, wie gesagt, nicht darstellen. Wie soll das auch gehen? Also Pi hat ja unendlich viele Nachkommastellen. Man kann nicht alle Nachkommastellen angeben. Man muss ab einer bestimmten Nachkommastelle sozusagen aufhören und dann den Wert als Annäherung benutzen. Pi ist aber nicht die einzige Zahl mit unendlich vielen Nachkommastellen. Da gibt es noch viele andere Zahlen. Also auch all diese Zahlen kommen nicht in Frage. Wir werden das jetzt so machen. Gleich beim Programmieren werden wir der Einfachheit halber einfach nur ganze Zahlen erlauben. Ja, also wir werden dann mit dem Datentypen int arbeiten und so wie hier ganze Zahlen benutzen statt Double-Zahlen. Also man könnte Double-Zahlen nehmen, da hätte man dann auch Kommazahlen und so weiter. Aber wie gesagt, wir machen das jetzt ganz einfach. Wir nehmen da ganze Zahlen. Letztendlich soll ja einfach nur dieses Skalarprodukt hier bestimmt werden. Und das ist der Punkt. Also in diesem Video soll es eher darum gehen, dass man das hier irgendwie realisiert. So, und noch ein letzter Punkt. Wir werden keine Klasse bauen. Also man könnte eine Klasse bauen, ganz allgemein mit Vektoren aus R hoch n. Und dann könnte man neben diesem Produkt hier noch viele andere Operationen definieren für zwei solche Elemente aus R hoch n. Aber so tief wollen wir jetzt auch nicht gehen. Wie gesagt, wir wollen ganz einfach direkt das Standardskalarprodukt berechnen. Also wir werden das jetzt ganz billig machen. Okay, das war's dann. Also ihr könnt gleich das Video anhalten und mal versuchen, dieses Standardskalarprodukt zu realisieren. Ja, also worauf muss man achten? Man muss erstmal gucken, wie kann man x und y als Eingabe nehmen. Also die müssen ja irgendwie gegeben sein. Und dann muss man schauen, wie man diese einzelnen Komponenten hier zusammenbringt. Hier habe ich jetzt x und y angegeben. Da haben wir einfach nur ein Int-Array. Also hier x, das ist ein Int-Array mit diesen Elementen. Ja, diese Komponenten sind ganzzahlig, die werde ich auch so ganzzahlig lassen. Also hier steht ja int. Hier dürfen also nur int-Zahlen stehen, Kommazahlen sind nicht erlaubt. Ich sagte ja vorhin, dass man auch ein Double-Array nehmen kann. Da sind dann Kommazahlen erlaubt, aber der Einfachheit halber werden wir jetzt hier einfach mit int-Werten arbeiten. Ja, y, auch das ist ein int-Array. Ich habe da jetzt diese Werte genommen. Also bei beiden stehen jetzt einfach nur irgendwelche Werte, die kann man dann jederzeit ändern. So, x und y, das sind jetzt die Eingabevektoren. Und jetzt kommt das Skalarprodukt. Wir nehmen jetzt erstmal eine Variable, wo wir das Endergebnis reinlegen können. Das Endergebnis ist ja das Skalarprodukt. Deswegen nennen wir diese Variable auch Skalarprodukt. Ja, am Anfang soll da 0 drin sein.
So, in diese Variable Skalarprodukt werden wir jetzt die einzelnen Werte reinlegen, also die Werte, die man bekommt, wenn man hier diese einzelnen Komponenten miteinander multipliziert. Die müssen ja auch am Ende aufaddiert werden. Also wir müssen dann alles hier in diese Variable reinpacken. So, diese Komponenten hier. Wir müssen jetzt alle diese Komponenten durchgehen. Sprich, wir müssen das ganze Array durchlaufen. Das machen wir dann mit einer For-Schleife. So, i gleich 0, das ist dann der Startwert. Mit i werden wir dann die Indizes in dem Array durchlaufen. Ja, also 1 steht an der nullten Stelle, das steht an der ersten Stelle, das steht an der zweiten Stelle. Ja, also hier genauso. Ich werde hier annehmen, dass x und y gleich viele Elemente haben. Also das ist jetzt einfach eine Voraussetzung. Davon werden wir jetzt ausgehen. Und da wir jetzt diese einzelnen Komponenten durchlaufen müssen, müssen wir hier jetzt auch eine Grenze angeben. Da beide Arrays gleich viele Elemente haben, wie gesagt, das setze ich jetzt voraus, da beide gleich viele Elemente haben, kann man hier jetzt entweder x Length nehmen oder man nimmt y Length. Also die Grenze ist ja bei beiden Arrays gleich. Ja, lassen wir mal y Length da jetzt stehen. So, mit dieser For-Schleife gehen wir, wie gesagt, die Indizes in dem Array durch. Ja, zuerst kommt Index 0, ja, dann wären wir hier. Das heißt, hier müssen wir dann diese beiden Werte zusammennehmen und hier reinlegen. So, nächster Schleifendurchlauf. Da würde dann Index 1 kommen. Da hat man dann diese beiden Komponenten. Die müssen multipliziert werden und hier reingelegt werden. Also in jedem Schritt passiert im Grunde das Gleiche. Ja, wir haben Skalarprodukt gleich. Das ist eine Zuweisung. Also wir legen da was rein. Was legen wir da rein? Naja, wir legen da rein xi mal yi. Ja, also xi, das bedeutet einfach nur der Wert im Array x an der ithen Stelle. Ja, hier genauso. Der Wert in y an der ithen Stelle. Ja, i beginnt bei 0. Das heißt, im ersten Schleifendurchlauf hätte man hier x0 mal y0. Ja, x0 ist 1 mal y0. Das ist 5. Die werden multipliziert und hier reingelegt. Ja, hier steht ja gleich, das ist eine Zuweisung. Das wird hier reingelegt. So, dann kommt der nächste Schleifendurchlauf. I ist dann 1. So, hier steht dann x1 mal y1. Ja, also hier x1, das ist 2. y1, das ist 3. Die werden multipliziert, hier reingelegt. So, wenn wir jetzt 2 mal 3 hier reinlegen, dann wird hier das Ergebnis 6 drin stehen. Das heißt, die erste Berechnung hier, 1 mal 5, die ist dann sozusagen verloren gegangen. Die darf aber nicht verloren gehen. Die müssen wir ja auch noch berücksichtigen. Denn in diesem Skalarprodukt tauchen ja alle Summanden auf. Wir müssen also alle Werte berücksichtigen. Also 1 mal 5 plus 2 mal 3, dann plus 3 mal 0. Das heißt, hier sagen wir ihm dann, dass er noch das alte Ergebnis aus Skalarprodukt nehmen soll. Ja? Also der nimmt das alte Ergebnis, addiert das dann hiermit. Und dann packt er das hier rein. So, im nächsten Schritt kommt dann das neue alte Ergebnis, also das, was im vorherigen Schritt reingelegt wurde, das wird genommen, dann mit dem nächsten Summanden zusammengenommen und dann hier zugewiesen. Also das ist wichtig, das darf man nicht vergessen. Wenn man das weglässt, dann werden die vorherigen Berechnungen verloren gehen. Und ja, darauf muss man jetzt achten. Okay, also hier steht jetzt Skalarprodukt gleich Skalarprodukt plus. So, das kann man jetzt kürzer schreiben. Da gibt es die Kurzschreibweise. Also wenn das, was hier links steht, hier rechts vorkommt, dann kann man das wie folgt kürzen. Und zwar mit plus gleich. Ja, das ist genau das, was auch vorhin stand. Halt kürzer und schöner, finde ich. Ja, das war's jetzt. Also wir sind jetzt fertig. Nach dieser Vorschleife haben wir dann das Endergebnis. Und dieses Endergebnis können wir dann auch ausgeben. Also auf der Konsole. Ja, Konsole, WriteLine, Skalar, Produkt, so Doppelpunkt. Dann kommt so ein Platzhalter 0. Da, wo 0 steht, da soll jetzt Skalarprodukt stehen. Also der Wert, der hier in dieser Variable Skalarprodukt steht. Ja, also das ist ja unsere Variable hier. Hier haben wir ja immer die Werte da reingelegt und ganz am Ende soll das dann hier ausgegeben werden. Also da, wo 0 steht, da wird dann der Wert vorkommen. Ja, schauen wir uns das mal an. Also wir haben jetzt diese beiden Eingabevektoren und jetzt kommt das Skalarprodukt. Was kommt da raus?
Da kommt 11 raus. Passt das? 1 mal 5 ist 5 plus 2 mal 3, das ist 6. Also 5 plus 6 ist 11. So, plus 3 mal 0, ja, das ist sowieso 0. Das können wir ignorieren. Also 5 plus 6, das passt. Da kommt 11 raus. So, nehmen wir mal 9. 1. So, vorhin war 11. Jetzt kommt noch dieser Summand hier. 9 mal 1, das ist 9, also plus 9. Also 11 plus 9, da sollte jetzt 20 rauskommen. Genau, da kommt 20 raus. So, wir können da noch was hinzufügen. Ja, nehmen wir mal 2, 5. So, 2 mal 5, das ist 10. Vorhin hatten wir 20, jetzt kommt 10 da drauf. Wir sollten jetzt bei 30 ankommen. Genau, 30. So, jetzt nehmen wir mal eine negative Zahl. Minus 10, 2. Also minus 20, so 30 minus 20, da sollte jetzt 10 rauskommen, genau. Ja, also ihr könnt sehen, man kann die Vektoren jetzt hier vergrößern. Und ja, was nehmen wir jetzt? Nehmen wir mal 3 und 20. So, jetzt weiß ich nicht mehr, was vorhin rauskam. Aber ja, schauen wir uns das mal an. 70. Ja, okay. Also wie gesagt, man kann die Vektoren jetzt leicht vergrößern. Das Standard-Skalar-Produkt wird hier dann unten realisiert, genauso wie wir das auch haben wollten. Und ja, damit sind wir jetzt fertig. Wenn ihr wollt, könnt ihr hier oben noch ein paar Werte einsetzen und noch weitere Beispiele anschauen. Ich werde hier jetzt aufhören. Wir haben jetzt diese kleine Mini-Aufgabe gelöst zu zwei vorgegebenen Vektoren aus R hoch n bzw. aus Z hoch n. Also wir haben ja hier jetzt nicht wirklich R hoch n betrachtet. Wir haben nur ganze Zahlen erlaubt, also Vektoren aus Z hoch n. Ja, zu solchen Vektoren haben wir jetzt das Standard-Skalar-Produkt programmiert. Und das auf eine ganz leichte Art. Okay.